Einen wunderschönen guten Morgen heute am Donnerstag, ihr lieben Leute und Freunde der Wahrheit. Schön, dass ihr intelligenten, schönen und interessanten und netten Leute hier dabei seid bei Kommentare zu Politik, eurer objektiven Nachrichtensendung, die ihr gerne abonnieren könnt, wenn ihr weiter objektive, am besten nicht beeinflusste Nachrichten, soweit es natürlich möglich ist, hören wollt. Heute geht es um das Thema, das in den letzten Tagen die Nachrichten beherrscht, und zwar der Absturz der Äthiopien Maschine Boeing 737 MAX 8. Und da ich selber Ingenieur bin, möchte ich euch ein bisschen die Fakten und die Hintergründe dazu erzählen. Es wird teilweise ein bisschen technisch, aber ich versuche es so zu erklären, dass man es auch ohne allzu großen technischen Hintergrund verstehen kann. Und wir wollen ein bisschen analysieren, wie sowas verhindert werden könnte von unserer Haltung aus. Und wir schauen einfach mal ein bisschen rein, was passiert ist. Und zwar, eine äthiopische Airline wollte abheben und einige Zeit nach dem Start ist sie dann vom Radar verschwunden, ist in die Erde gecrashed und sie ist mit so einer Wucht massiv eingecrashed, dass die Behörden kaum noch Teile finden, weil sie so zerschellt ist und sich in den Boden versunken hat. Also ein massiver Fehler, höchstwahrscheinlich ist die Maschine kopfüber in den Boden gestürzt. Und diese Maschine ist von daher interessant, also die 737 MAX 8, das ist eine Weiterentwicklung von der uralten, von dem Best-Selling-Flugzeug ever, 737, also ein Mittelstrecken-Flugzeug von Boeing. Und das ist deshalb interessant, weil nur einige Monate vorher, ich weiß nicht, ob es 4, 5 Monate waren, letztes Jahr 2018, ist eine indonesische Airline mit genau demselben neuen Flugzeugtyp abgestürzt. Dabei sind 180 Leute gestorben, diesmal sind 160 Leute gestorben. Also immer ein Totalverlust. Und damals war es wirklich eine, da hat man den Flugschreiber schon ausgelesen, also die Flugschreiber, das sind diese Blackboxen, die dann alles einfach mitschreiben, sodass im Unfall kann dann einfach nachvollzogen werden, was passiert ist. Man hofft natürlich, diese Flugschreiber niemals zu benutzen. Wenn man sie benutzt, ist wohl ein Totalschaden des Flugzeugs der Fall. Aber es ist wirklich spannend, aber natürlich auch sehr tragisch, was da passiert ist. Und wir werden uns darüber ein bisschen unterhalten jetzt. Und bei der Lion Air war es so, dass die Sensoren, ich glaube, sie waren zugefroren, die Sensoren außen, hatten gemeldet dem Bordcomputer, dass das Flugzeug in einem steilen, dass die Nase ganz weit oben ist von dem Flugzeug. Und ja, und der Punkt war, es war nicht so, sondern das Flugzeug ist gerade geflogen. Und die Sensoren waren einfach falsch. Und dann haben die Piloten verzweifelt versucht, sie haben 25 Mal innerhalb von 13 Minuten, also jede Sekunde haben sie probiert, das Flugzeug nach oben zu ziehen. Aber der Bordcomputer hat immer wieder dagegen geschalten und irgendwann konnten sie nicht mehr oder ja, waren sie wahrscheinlich schon zu nah am Boden und dann ist es zerschellt. Und das Problem hätte gelöst werden können. Es gibt ein System, das nennt sich MCAS. Das bedeutet Maneuvering Characteristics Augmentation System, also ist einfach ein schöner Name für schöneres, ein verbessertes Manövrieren. Aber der ganze Hintergrund, den wollen wir jetzt mal besprechen und deswegen seht ihr hier auch dieses Bild von der Boeing. Und zwar der Hintergrund ist, die Boeing ist eine überarbeitete Maschine. Sie ist keine neu entwickelte Maschine. Wenn die Maschine neu entwickelt worden wäre, wäre das Problem nicht aufgetreten und beide Flugzeuge hätten nicht zerschellen müssen. Das Problem war, dass so eine Neuentwicklung viele Milliarden kostet, weiß nicht, 3, 4, 5 Milliarden und ist natürlich viel billiger, einfach ein altes Flugzeug ein bisschen auszubauen. Und damit dieses alte Flugzeug effizienter ist, braucht es die neuen Turbinen und die neuen Turbinen sind etwas größer und die haben nicht quasi im Lande oder also wenn das Flugzeug steht auf dem Boden, haben sie nicht runtergepasst. Die hätten quasi unten gestreift und hätten nicht genug Mindestabstand. Was man dann gemacht hat, man hat das Fahrwerk verändert und man hat das Fahrwerk länger gemacht und man hat die Turbinen weiter nach vorne gesetzt, sodass, weil hinten sind sie ein bisschen schmaler, dann tut man die Turbinen an den Flügeln weiter nach vorne setzen und dadurch passen sie wieder drunter. Juhu. Problem, wir haben jetzt eine resultierende Kraft und ihr seht es jetzt hier angedeutet mit diesen Pfeilen. Und zwar, wenn das Flugzeug sich im Flug befindet, dann gibt es eine Kraft, die nach unten zieht. Wir müssen immer aufs Kräftegleichgewicht achten. Das ist so, was man als Ingenieur als erstes lernt. Das ist
Ja, das ist als Beispiel, wenn ihr ein Glas auf einen Tisch stellt, dann herrscht ein Kräftegleichgewicht, weil das Glas, das wirkt eine Kraft nach unten, also die Schwerkraft einfach, aber der Tisch gibt einfach genau dieselbe Kraft nach oben, deswegen passiert nichts. Wenn das Glas jetzt schwerer wäre als der Tisch oder wenn da jetzt ein riesen Oschi liegt, dann würde der Tisch zusammenbrechen und dann wäre kein Kräftegleichgewicht. Und im Flug jetzt herrscht auch so ein Kräftegleichgewicht. Und zwar gibt es eine Kraft nach unten, das ist die Kraft nach unten ist die Schwerkraft, genau wie bei unserem Glas auf dem Tisch. Aber es gibt auch eine Kraft nach oben, so wie unser Tisch nach oben gedrückt hat. Im Flug, während dem Flug, drückt nach oben die Flügel. Also die Kraft, die Flügel haben diese Auftriebskraft, habt ihr sicher schon gehört. Da strömt die Luft vorbei und diese Flügel ziehen quasi mit der Auftriebskraft das Flugzeug nach oben. Und da herrscht ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Kräften. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn die resultierenden dieser beiden Kräfte nicht wenn die nicht genau übereinander liegen, wie ihr hier seht auf dem Bild, dann bewirkt es, könnt ihr euch leicht vorstellen, dann bewirkt das ein Drehmoment, nennt man das, also eine Drehung. Könnt ihr euch auch vorstellen, wenn ihr einen Tisch habt, der nur auf einem Bein lagert, der gerade so im Gleichgewicht ist und ihr stellt ein Glas rechts hinten drauf, dann wird der Tisch umkippen nach rechts. Könnt ihr euch gut vorstellen. Wie so eine Wippe. Wenn ihr eine Wippe habt und ihr tut ein Kind auf die eine Seite, dann kippt die Wippe. Und genau das ist das Problem, weil in der Luft gibt es keine Beine. Also da ist quasi nur diese eine resultierende mehr oder weniger von den beiden Flügeln. Und wenn die jetzt nicht genau übereinander stimmen, dann gibt es ein permanentes Drehmoment. Und diese Boeing 737 MAX 8 hat ein permanentes Drehmoment. Und das sollte normalerweise ein Flugzeug nicht haben. Das ist ein Problem. Und dann haben sie gesagt, okay, kein Problem, können wir korrigieren, indem wir die Regelung so anpassen, dass es immer ein bisschen anstellt hinten. Also dass es immer das ausgeglichen wird. Und dann funktioniert es ja. Und ja, theoretisch funktioniert es, aber du machst das System abhängig von ganz vielen Sensoren. Wenn da dann irgendwas ausfällt, dann gute Nacht. Und das ist das Problem. Und wie ein Kollege von mir gesagt hat, man sollte nie, wenn man ein Problem hat in der Konstruktion, in der Physik, so wie hier, wie wenn ihr eine Wippe habt, die wippt, dann solltet ihr nicht da eine Regelung, also stellt euch vor, ihr habt eine Wippe und ihr wollt die gerade halten. Und die ist halt so, dass sie immer nach rechts, weil die rechts ein bisschen schwerer ist. Dann stellt ihr zwei Leute hin, die die Wippe immer gerade halten. Das funktioniert auch. Aber be viel besser wäre es doch, ihr tariert gleich die Wippe so aus, dass sie gerade bleibt. Und genau das wurde hier gemacht. Fehler in der Konstruktion wurde quasi mit der Regelungskontrolltechnik versucht zu beheben. Und das ist immer schlecht. Ja, da fällt mir auch ein Bibelspruch ein von unserem Salomo. Salomo bringt ja immer wieder ganz weise Sprüche. Und ich finde, er hat einen ganz guten Spruch gebracht. Natürlich muss ich mich selber auch an der Nase packen, aber er sagt, 18, Vers 9, Sprüche 18, 9, schon wer nachlässig ist in seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Zerstörers. Ich habe den Spruch mir ab und zu mal angehört und es ist wirklich krass. Wer nur nachlässig arbeitet, und das ist jetzt auf Boeing wohl zugetroffen, der ist ein Bruder des Zerstörers. Die haben einfach nur ein bisschen Geld gespart und hier vielleicht nicht genau genug gerechnet oder so. Und über 300 Leute mussten dafür ihr Leben lassen. Eine ganze Familie, fünfköpfige äthiopische Familie wurde ausgelöscht. Eine Mutter mit drei Kindern und ihre Mutter. Wegen der Nachlässigkeit von einigen Entwicklern hier. Man muss dazu sagen, fairerweise jetzt für Boeing, dass es bei dem Konkurrenzmodell der A321 von Airbus, es gibt ja immer die Konkurrenz Boeing gegen Airbus, Europa gegen USA, die ist 2014 mal in Bilbao gestartet und wollte in München landen. Und da gab es ein ähnliches System, das das Regelungssystem nach unten gedrückt hat. Aber hier haben die Piloten einfach das System ausgeschaltet und haben die Maschine sicher gelandet. Das Problem war bei Lion Air und anscheinend bei Ethiopian, dass die Piloten nicht wussten, wie man es ausschaltet. Und ich meine, das kann ich mir gut vorstellen, wenn du so einen riesen Computer hast und es gibt so viele verschiedene Systeme und du weißt vielleicht gar nicht genau, wie die handeln. Also das Problem war auch, sie wussten nicht, was das Problem ist. Wer handelt da gerade? Und da war eben dieses MCAS aktiv. Aber das dann rauszufinden und du hast eigentlich nur ein paar Minuten Zeit, ansonsten zerschellen hier 200 Leute, das ist einfach ein zu hohes Risiko. Und da bin ich der Meinung, das müsste verhindert werden. Und was man da immer machen sollte, das nennt sich Redundanz. Und das kann ich euch auch erklären. Und zwar, wenn ihr Auto fahrt, ganz normal, fahrt so Auto auf der Straße und dann ist da so ein Zebrastreifen, dann schaut ihr, dann seht ihr, ah, da rechts kommt ein Kind und ihr bremst. Und das Kind wiederum, das läuft so auf den Zebrastreifen so und sieht links, ah, da kommt ein Auto, schaut rechts, links und hält an. Und dann schaut ihr euch an und dann läuft einer von beiden rüber oder fährt rüber. Und ja, und das ist Redundanz, weil theoretisch hättest du als Fahrer theoretisch auch einfach die Augen zumachen können, über den Zebrastreifen fahren, weil das Kind hat ja geschaut,
nichts wäre passiert, das Kind wäre drüber, alles in Ordnung. Oder andersrum, das Kind hätte theoretisch einfach drüber latschen können, ohne zu schauen. Du hättest ja geschaut, alles in Ordnung. Aber man nennt es hier Redundanz, also eine Wiederholung. Es gibt zwei Systeme, die verhindern, dass jemand stirbt hier in dem Fall. Der Fahrer schaut und das Kind schaut. Und wenn dann mal in einem von 1.000 Fällen das Kind gerade aufs Smartphone schaut, dann wird es trotzdem noch gerettet. Oder wenn in einem von 10.000 Fällen der Fahrer mal gerade auf die Uhr schaut, dann passiert dem Kind trotzdem nichts. Deswegen hat man doppelte Systeme, weil, ja, man sagt dann gerne so als Entwickler oder wie auch immer, ja, aber das Kind wird ja schon schauen. Nein, man braucht eine Redundanz. Doppelte Systeme, gerade wenn es um das Leben von Menschen geht. Und hier scheint irgendwas in der Richtung gar nicht so funktioniert zu haben. Da hat auch fehlende Redundanz, wie man das nennt, gefehlt. Das war jetzt ein bisschen technisch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt, wenn ihr lieber nicht so technische Themen wollt. Aber das ist gerade in aller Munde. Die 737 MAX 8, die hier leider, leider abgestürzt ist. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Donnerstag. Es ist nicht mehr lang, dann kommt schon das Wochenende. Aber Donnerstag ist ja auch ein Tag, wo wir einiges erledigen können. Ich wünsche euch in allem, was ihr tut, in aller Arbeit oder ob ihr Urlaub habt, ganz viel Freude, Frieden, physische und körperliche Gesundheit, Liebe, Erfolg in allem, was ihr tut, Segen und Glück. Wiederhören.